Um das Fahrzeug mit dem 230 Volt Stromnetz zu verbinden, die Kabeltrommel bitte immer ganz abrollen. Mit der Anschlusskupplung an Ihr Reisemobil anschließen. Am Bedienpanel im Fahrzeug leuchtet die 230 Volt Kontrollleuchte. Zusätzlich muss der Schalter für die 12 Volt Versorgung eingeschaltet sein. Achtung, beim Abziehen des Steckers den blauen Hebel nach unten drücken. Der Füllstutzen für den Wassertank kann rechts oder links am Fahrzeug sein. Mit dem Schlüssel den Deckel öffnen und den Tank mit Trinkwasser befüllen. Der Diesel-Einfüllstutzen ist bei allen Fahrzeugen hinter der Fahrertür. Bitte nur Dieselkraftstoff tanken.